Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, und ich bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und bin so groß, 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 ja. Weg mit dem Handtuch. Haha. Hi, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Genauso gut wie mir. Ja, 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 ja. Und? Ist euch schon was aufgefallen? Ja, 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 ja. Jetzt guckt doch mal genau hin. Meine Haare sind schon viel, viel länger, oder? Stimmt's? Ich hab mir nämlich was ausgedacht. Ich bin nämlich gleich der stärkste Rabe der Welt. Ja, 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 ja. Ich habe nämlich das Handtuch umgehabt, weil ich habe Haarwuchsmittel benutzt. Und wenn ich auch so lange Haare habe wie der Simson, dann bin ich der stärkste Rabe der Welt. Ja, 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 ja. Moment, ich hole mal die Packung, ob alles richtig gemacht habe. Ah, ja. So, letzte Tropfe. Nichts mehr drin. Ich leg das mal kurz hier hin. So. Also, da steht. Mindestens halbe Stunde einwirken lassen. Aha, aha, aha. Und vor allen Dingen sparsam, weil sonst kann die Firma für nichts garantieren. Ach, Quatsch. Sparsam. Ich brauche lange Haare. Und, was meint ihr? Hat's schon gewirkt? So, mal weg mit dem Zeug. Alle. Ups, so. Okay, der Beweis. Ich habe nämlich meinem Kumpel Karl gewettet, dass ich diesen Stein hier alleine hochheben kann. So. Ihr seid meine Zeugen. Also, bei drei. Eins. Ihr müsst schon mich anfeuern, sonst wird das nichts. Eins. Zwei. Drei. Was ist denn das? Mist. Klappt nicht. Ich probiere es mal erstmal hier mit. Moment. Ah! Das geht. Und der hier ist ja auch nicht viel größer, oder? Okay, nochmal. Mist. Ich werde die Firma verklagen, die Haare wachsen gar nicht, alles Schmus, Mus, Schmus, 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 Schmus. Also, Plan B. Meine Oma hat immer gesagt, wisst ihr, was sie gesagt hat? Quark macht stark. Und darum habe ich hier so einen Becher mit Quark. Passt mal auf. Jetzt kommt er hier. Ah, seht ihr das? Eigentlich mit Zucker und Schokolade und... Aber ich will ja nur stark werden und da brauche ich starken Quark. Okay, Augen zu und durch. Auf geht's! Oh. Naja... So Quark ohne ist nicht so lecker, aber ich glaube, es wirkt schon. Oh, ich fühle schon, wie die Muskeln wachsen. Seid ihr dabei, mich anzufeuern? Bei drei nochmal. Eins. Los, gebt alles. Ich höre das, auch hier in der Kirche. Wenn ihr mich nicht anfeuert, wie soll ich das dann schaffen? Ich bin doch der stärkste Rabe der Welt. So, jetzt aber genug geplauscht. Eins. Zwei. Und die letzte Zahl heißt... Es geht nicht. Mann, 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 Mann. Das gibt's doch gar nicht. Hat meine Oma irgendwelchen Mist erzählt. Was macht ihr denn, um stark zu sein? Nein, 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 kein Fitnessstudio oder so, sondern so richtig stark. Hä? Ich hab noch einen, hab ich noch. Wisst ihr was? Was immer gut ist, was mir Tante Erna immer erzählt hat, Gemüse. Man muss nur brav sein Gemüse essen, mit Vitaminen und so, und dann gelingt alles. Okay,
Her mit dem Gemüse! Da, da! Da sehe ich schon was. Gemüse! Ich probiere es mal mit der Paprika. Naja, also Schokolade schmeckt besser. Ohne Möhre ist auch gut. Und die letzte Möhre. Ja, ich komme nicht. Ich hab viel. Wollt ihr auch ein Stück? Nee, gibt's nicht. Meine Möhre. Yum, 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 yum. Wisst ihr was? Ich trau mich nicht. Ich fühle mich noch nicht fit. Wir üben erst mal mit dem kleinen Stein, ja? Moment. Ach, das ist ja Babyleucht. Weg damit. Und jetzt der Es muss aber gehen. Kann mir mal jemand helfen? Was ist denn hier los? Ach, Rainer, du bist ja schon auf Sendung. Mensch, und habt ihr viel Spaß zusammen? Was liest denn hier so chaotisch rum? Bist du ein Platschnabel geworden? Aha, sehr witzig. Was wolltest du machen? Ich wollte den Stein hier hochheben. Du, der ist aber ganz schön schwer. Soll ich mal probieren? Nein, mein Stein. Ach, einmal komm. Siehste, das können nämlich nur der stärkste Rabe der Welt. Ja. Du? Der stärkste Rabe der Welt? Was meint ihr? Also ich will ja nichts sagen, aber der stärkste bist du, glaube ich, nicht, oder? Du bist gemein! Weißt du was? Was hast du denn alles gemacht, damit du stark wirst? Ich habe Haarwuchsmittel benutzt. Hä? Haarwuchsmittel? Wieso das denn? Na, der stärkste Mann der Welt hatte ganz lange Haare. Ach, du meinst den Simson, aber das hat mit den Haaren doch nichts zu tun. Das war ein Gottgeweihter. Gott hat ihm die Kraft geschenkt. Hä? Ja, zusammen mit Gott hat er doch die Stärke gehabt. Mit Gott die Stärke? Ach, Mann. Weißt du was? Dieser Stein hier, der ist, glaube ich, nur ein Stein für zwei Leute. Meinst du, wir schaffen das zusammen? Aber nichts verraten, ich hab eine Wette am Laufen. Mit deiner Wette habe ich nichts zu tun, aber ich wette auch, dass wir zu zweit diesen Stein schaffen. Seid ihr dabei? Helft ihr mit? Ach, geht ja gar nicht. Wir müssen es wohl wirklich zu zweit schaffen. Okay, aber verratet nichts, dass ich es nicht alleine war. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann sind wir erledigt. Ach, so schlimm ist das auch nicht. Aber wir probieren es. Ich hier und du da. Und zusammen. Wir haben es geschafft. Klasse. Siehst du, manchmal braucht man Unterstützung, wenn man etwas Kraft braucht. Man muss nicht für alles alleine Kraft haben. Ja, du hast ja mal wieder recht. Und wie ist das mit Gottes Kraft? Ich weiß auch nicht, das habe ich nicht so richtig verstanden. Na, Gottes Kraft ist doch hier drinne. Gott schenkt mir Kraft für meinen Tag. Gott schenkt mir Kraft für die Liebe. Und Gott schenkt mir das, was ich brauche. Und manchmal schenkt er mir auch Menschen zur Seite, die mir helfen, damit ich nicht alles alleine schaffen muss. Aber man muss auf Gott vertrauen und darf nicht einfach irgendwo nur an sich selber denken. Ja, okay. Und was sage ich jetzt meinen Kumpel? Na, die Wahrheit. Sag ihm, du hast alles gegeben. Aber zum Schluss hat es dann doch geklappt. Aber wie verrätst du ihm dann nicht? Ja, das ist eine gute Idee. Ach, ihr seid so süß. Danke, dass ihr das alles miterlebt habt. Und dass ihr meine Zeugen seid, dass der Stein jetzt weg ist. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Es gibt ein tolles Lied, das auch von der Kraft Gottes erzählt. Das heißt Bärenstark. Das wollen wir jetzt zusammen singen. Macht ihr mit? Wir probieren das mal zusammen. Das geht so.
Bärenstark. Schubidubidubi, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Schubidubidubi, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark bist du, mein Gott. Du bist der Herr der ganzen Welt. Was du tust, das ist gut. Herr, du bist mein starker Held. Du bist groß und du hast Macht. Dir ist alles unterstellt. Du bist mein Freund und du bist der, der mich in seinen Armen hält. Sicher hält. Bärenstark, schubidubidubi, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark, schubidubidubi, Bärenstark. Oh yeah! Wer das gern nochmal nachsingen möchte, ihr findet den Text auch im Laufwerk Medien. Jetzt möchte ich mit uns zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du für uns da bist, wie ein guter Freund, dass du uns Kraft gibst für unser Leben und dass wir mit dir zusammen unser Leben meistern können. Bitte sei doch bei den Menschen, die gerade einsam sind, die nicht genug zu essen haben, die im Krieg leben, denen es gerade nicht so gut geht. Sei du bei jedem Einzelnen, schenk ihnen Kraft und deine große Liebe, Herr. Amen. Bevor wir jetzt gleich das Vaterunser beten, gibt es noch eine Geburtstagskerze. Diese Kerze leuchtet für alle Geburtstagskinder. Und von Rainer auch die besten Grüße. Er hat mal wieder den Strauß geschickt, den Vogelstrauß mit den besten Grüßen von Rainer Rabe für dich zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen von dieser Stelle. Da leuchtet sie. Deine Geburtstagskerze. Und jetzt wollen wir noch mal einen Augenblick zur Ruhe kommen und gleich gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen noch ein paar Hinweise. Ihr findet im Laufwerk Medien wieder eine Bastelanleitung. Dieses Mal etwas mit der Schere. In der Geschichte ging es ja darum, dass Haare abgeschnitten werden. Und dann habe ich gedacht, können wir auch mal was mit der Schere machen. Mit einem bunten Papier, ein bisschen Klebstoff und einer Schere kann man diese tollen Blumen basteln. Viel Spaß damit. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Videogottesdienst. Und ich hoffe und bete dafür, dass wir uns dann bald wieder gemeinsam in der Kirche treffen können. Und jetzt möchte ich uns den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam verabschieden. Wenn wir jetzt auseinandergehen, dann sind wir nicht allein, denn Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.